Mehr nachhaltige Lebensmittel. Von Nachhaltigkeit spricht der Bundesrat ja bekanntlich oft. Bessere Information über Produktionshinweise und Herkunft. Wer kann etwas dagegen haben? Umweltfreundlich, tierfreundlich, faire Arbeitsbedingungen. Das sind sicher Werte, mit denen man sich gut identifizieren kann. Kürzere Transportwege. Weniger CO2-Emissionen, dagegen kann niemand etwas haben. Was sagt denn der Bundesrat dazu? International setze sich der Bundesrat für Lebensmittel von hoher Qualität ein. Strenge Anforderungen, Sicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit, Schlagworte. Wir wollen es etwas genauer wissen und schauen es an. Hier sehen wir einen Auszug aus den Gewässerschutzverordnungen, die bis 2018, also dieses Jahr, Ende Oktober noch gültig sind. Es geht hier um Pestizide, Biozide, wo man generell Werte von 0,1 Mikrogramm je Liter festsetzt. Also unter anderem das bekannt berüchtigte Glyphosat. Und hier ab 1. November 2018, UWEG, Bundesrätin Leuthard. Es gibt neue Gewässerschutzverordnungen. 4007 mal höher, Pflanzenschutzmittel, Pestizide, 116 mal höher oder entsprechend andere Werte, die Sie der Tabelle rechts entnehmen können. Ich gehe gleich weiter. Es gibt noch mehr, das bekannte Glyphosat, 3600-fach. Vielleicht haben Sie es in den Zeitungen gelesen. Oder da haben wir noch eins, 10.000-fache Erhöhung der Grenzwerte. Interessant, in anderen Teilen dieser Erde, Brasilien zum Beispiel, wird Glyphosat verboten. In den USA gibt es Gerichtsbußen in Höhe von 290 Millionen US-Dollar. Also erstaunlich, wie da die Ansichten scheinbar auseinandergehen. Nationalrat und auch hier wieder Bundesrätin Doris Leuthard äußern sich gegen ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika. Nun, dieser Mikroplastik, der landet selbstverständlich wieder in unseren Gewässern, somit in unseren Böden, somit auch nebst dem Trinkwasser in unseren Lebensmitteln. Was Sie hier sehen, ist gar nichts Neues, das weiß man schon sehr lang. Mikroplastik verursacht gesundheitliche Schäden, Allergien, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, Krebs, Herzerkrankungen. Man spricht auch die Verzwitterungen von den Fischen zum Teil, die geschehen diesen Mikroplastiken zu. Und in Verdacht ist es auch bezüglich der Fruchtbarkeit unserer jungen Männer.